Solange es die Weißwurstparty gibt, beim Stangl wird zu goin, wird von den Medien die Frage gestellt, wie isst man eine Weißwurst? Das wüsste ich auch gerne. Ich habe keine Ahnung, aber sie schmeckt. Manche zuzeln das ja so raus. Nee, das finde ich eher gesagt eklig. Ich finde, man einfach aufschneiden und rausnehmen. Aber so rauslutschen finde ich eher oll. Dabei wird deutlich, dass die meisten von oberhalb des Weißwurst-Äquators, dem Main, nichts dazugelernt haben. Oder haben es die Medien nicht verstanden, das Ritual des bayerischen Weißwurstverzehrs angemessen zu erklären? Wie schwer es immer schon war, den Norden Deutschlands zu missionieren, das haben schon die Römer im Teutoburger Wald erfahren und einige Zeit später Karl der Große, als er die Niedersachsen zum Christentum bekehren wollte. So kann man diesen Punkt resigniert abhaken. Was den Stangelwirt an sich betrifft, so ist dazu die Meinung einhellig. Das Familiäre, das gibt so ein Vertrauen, da fühlst du dich so wohl, ob du jetzt unterm Jahr herfährst oder ob du zur Weißwurstparty kommst. Du hast das Gefühl, da bin ich daheim. Die junge Chefin hat uns gestern um 1 in der Nacht, wie wir angekommen sind, noch begrüßt und mit uns noch ein Glas an Bier getrunken. Und das ist sehr, sehr familiär, sehr herzlich. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was jetzt das Schönste Moment war. Du kommst hier rein und bist in Stimmung, ich weiß nicht warum. Ach. Ich habe mich sofort verliebt. Also nicht in ihn, natürlich auch, was? Fast nochmal neu, aber eigentlich in Stangelwirt, weil es einfach so einfach genau das ist, was man sich wünscht, wenn man hier in Kitzbühel ist. Diese vielstimmige Laudatio zeigt einmal mehr, wie unangreifbar der Stangelwirt ist. Wer sonst auf der ganzen Welt dürfte es sich sonst erlauben, die Weißwurst nach dem 12 Uhr Läuten überhaupt noch auszugeben? Wenden wir uns also den Inhalten der Weißwurstparty zu. Und das sind wohlverpackte, schön beschleifte, junge und alte Mädchen, Jungfern, die keine mehr sind oder immer bleiben werden, wohlgebaute, dicke, dünne Weiberleid. Sie alle haben eines gemeinsam. Wenn sie ein Dirndl tragen, dann sind sie noch schöner, als sie schon sind. Ich glaube, jede Frau sieht im Dirndl einfach charmant und bezaubernd aus. Warum steht denn das Dirndl Frauen so besonders gut? Ja, weil das auf jede Figur passt. Auf die Kleinen, auf die Großen, auf die Kurvigen, auf die Dünnen. Weil das macht eigentlich schon eine schöne Figur. Jeder Busen wird zum stattlichen Balkon, dank eines speziellen BH unter dem Mieder. Dieser spezielle BH hält, was das Dirndl verspricht. Muss aber auch dazu sagen, ein Bursch in einer Lederhose. Das ist in Kürze die Weißwurstparty des Stangelwirts. Sie erhält uns alljährlich zum Hahnenkammrennen den Glauben, dass wir schön sind, dass wir wichtig sind und dass am darauffolgenden Samstag ein Österreicher das Rennen auf der Streif gewinnen wird. Und gewinnt doch einmal ein Norweger, dann bleibt uns immer noch die Weißwurst und ein strammer Busen im Dirndl.